Herzlich willkommen zurück zu Bravely Default. Im letzten Part sind wir übelst verreckt an dem Boss, der uns bei der Giftprobe erwartet. Und da habe ich mich mal einfach dazu entschieden. Wir machen Backtracking mit aktivierten Monstern. Das heißt, die Folge wird vielleicht ein bisschen langweilig. Wenn das im Endeffekt doch zu lange dauert, werde ich das natürlich doch offscreen machen ab Ende der Folge. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück auf die anderen Inselkontinente und gucken, ob wir dort noch die eine oder andere Beschwörung holen können. Denn ich habe da ja noch eine im Sinn gehabt. Ich weiß gerade nur nicht mehr. Ich bin mir nur nicht mehr ganz sicher, wo sie war. Aber wir werden auf jeden Fall noch bestimmt irgendwo eine Beschwörung dort rumliegen haben. Vielleicht ein oder sogar zwei, man weiß es nicht. So, und wir gehen jetzt einfach mal volle Pulle auf Angriff. Denn eigentlich müssten wir diese komischen Valtoras hier besiegen können. Die verfehlen uns eh mal mit Fangzahn. Was sehr cool ist eigentlich. Ah, Moment, warum hast du deine... Warum... Ich frag nicht. Warum hast du deine Waffe nicht ausgerüstet? Ringebel. Hauen und schlagen. Gucken wir mal, was das so bringt. Vielleicht stirbt es dadurch. Ringebel. Was ist bei dir passiert? Warum hast du keine Waffen in der Hand? Kannst du mir das erklären? Kannst du? Kannst du nicht? Kannst du nicht, ne? So. Greif mal an jetzt hier. Ich meine, damit machst du auch kaum Schaden, aber du hast dann wenigstens mal eine Waffe in der Hand. Wenn du dazu kommst. Vielleicht macht Agnes dich auch fertig, man weiß es nicht. Okay, Ringebel kommt auch noch dazu. Aber es reicht nicht. Deswegen wirst du aufgeschlitzt. Mit ganz wenig Schaden. Ich habe halt jetzt wirklich nicht die physischen Angriffraten hier für die Leute. Was nicht so gut ist, aber wir trainieren ja jetzt die Jobs, damit wir mehr Fähigkeiten bekommen. Moment, warum hatte Ringebel jetzt keine Waffen an? Das hat mich verwirrt. Nimm halt den Bogen, ist mir auch egal. Ich hatte ihn den Bogen ausgezogen, das weiß ich. Aber ich hatte doch auch wieder auf Ausrüstung gedrückt. Keine Ahnung. Naja. Dann gehen wir mal zurück. Auf die anderen Kontinente. Auto. Hier macht Tiss schon mehr Schaden. Warum kriegt Tiss die ganze Zeit aufs Maul von denen? Warum haben die so auf Tiss abgesehen? Das ist so mein Gedanke jetzt gerade. Yeah, beide schlafen. Jetzt nicht mehr. Aber es ist cool, dass sie geschlafen haben. Also die Schlafklinge ist cool, die Agnes hat. Aua. Aua, Gott, Agnes lebt noch. Das ist sehr gut. Oh Gott. Das ist Training, Try-Hard-Training, so. Magie. Oh Gott, du lebst gerade noch so. Das war knapp. Gut. Da. Ab ins Schiff. Das ist doof, dass man da erst rein muss und nicht direkt zum Schiff kann. Na, ihr drei. Dauert noch ein bisschen, bis wir hier fertig sind. Wir segeln erstmal. Hui. Ich hoffe, wir kommen auf die anderen Kontinente drauf. Also der erste ist ja da oben. Obwohl, nee, der Tempel des Windes ist ja da rechts bei der Wüste. Ist denn da oben bei Cadisla auch ein... Ich weiß es nicht, ob da eine Beschwörung ist. Wahrscheinlich. Aber ich wüsste gerade nicht, wo ich da suchen sollte. Im Windtempel weiß ich ja. Im Windtempel kann ich da mal gucken. Ihhh, das ist ja eklig. Was ist denn mit euch kaputt? Habe ich Beschwörung an? Nein. Das ist ja eklig. Das gefällt mir ja nicht so. Ha. Ich hoffe, habe ich Ringable die Schwarzmagie gegeben? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich? Nein. Sollte Ringable die Zeitmagie geben. Aber auf jeden Fall. Au. Weil so schwarze Magie wäre jetzt gerade ganz praktisch. Au. Au. Hör mal auf damit. Jawohl. Schock sie. Au. Au.
Attacke. Du schaffst es, Idia. Agnes, nein. Du schaffst es nicht, Agnes. Auch gut. Okay. Dein Übertrank hier benutzt es vielleicht ein bisschen zu über. Ach, war das schön. So, geht doch. Hauptsache Agnes kriegt auch hier Punkte, denn sie hat jetzt Kampfmagier Level Up, Schwertmagie Level 3. Knieschuss hat Idia gelernt und Ringable Urteil. Und der Tiss hat Hilfsfähigkeit Wende das Blatt erlernt. Die ist ganz praktisch. Die sollte am Ende jeder mal haben, denn Wende das Blatt ist sehr cool. Erhöht BP um 1 nach dem Ausweichen eines Feindangriffs. So, ist jetzt vielleicht noch nicht praktisch, aber später wird diese Fähigkeit eine der besten Fähigkeiten sein, die ihr euch wünschen könnt. Denn in einer Kombination mit einem anderen Job ist das göttlich. Aber leider können wir damit jetzt noch nichts anfangen. Ja, ist hier unten Küste? Ja. Sehr gut. Es ist Nacht. Nein. Aber hier die Monster, die dürften mir keinen Stress machen. So, war hier drin eine Eule? Ja, ich glaube schon. In einer anderen Etage. Kommen hier drin noch Monster, obwohl der Kristall aktiviert ist. Würde ich nicht verstehen, denn im Wasserkristalltempel kamen keine Monster mehr, nachdem er aktiviert war. Okay, verstehe ich nicht. Aber dieser ist auch zerstört, da gehen andere Regeln. Hallo, alle angreifen. Mach mal. Wir können es gerade gebrauchen. Eigentlich seid ihr... Eigentlich dürften die kein Problem sein. Eigentlich. Ich sag extra eigentlich, weil ich nicht genau sicher sein kann. So, was ist dein Urteil? Das Doofe bei der Valkyrie ist, dass die für alles BP braucht. So, aber eigentlich... Ja, guck mal. Guck mal, wie gut das geht. Ach, schön. Sind immer ein paar Jobpunkte, aber es reicht, um uns ein bisschen zu trainieren. Wir kriegen Geld dafür. Ja, wir haben schon wieder 1650. Das reicht, um ein bisschen zu trainieren. Und dafür, dass wir Backtracking machen. Das auch. War die Eule da drin? Nee, ne? Ich hoffe jetzt nicht. Ich hoffe, dass ich die noch nicht geholt habe. Also ich hoffe nicht, dass ich sie schon geholt habe. Gut. Bisschen nervig hier durchzulaufen. Aber egal. Vielleicht hätte ich auch einfach hinten durch den Ausgang, also hinten am Ende des Tempels hochgehen sollen. Eine Treppe. Dann wäre das alles, glaube ich, ein bisschen fixer gegangen. Oh, hi. Auch du bist kein Problem. Vor allem, wenn Tiss das macht. Alter Falter. Krass. Das ging schnell, Tiss. Also, das ist ja doch kein Training. Aber es ist immer noch besser, als wenn ich die Monster hier aus habe. Jetzt bin ich wieder hier. Gab's hier eine Eule? Eule? Hallo? Das wäre toll, wenn es hier eine gäbe. Hallo? Na, du darfst ruhig zuerst zuschlagen. Du verfehlst sogar. Krass, das ist peinlich. Also da würde ich mir jetzt Gedanken machen, wenn du verfehlst. Mit deiner Riesenfaust. Obwohl Agnes ist im Vergleich dazu ja ganz klein und zärtlich, sag ich schon, zierlich. Hier auf der Etage war die Eule, glaube ich. Da oben links, irgendwo in einer der Gänge. Ich glaube, in der mittleren. Aber vorher... Ich sehe auch schon kommen, dass mich die Beschwörung dann umhaut, dass ich die nicht überlebe oder so. Das wäre natürlich ärgerlich. Du könntest natürlich denken, welches Element diese Beschwörung hat. Wind? Wind haben wir noch nicht. Ich überlege das schon die ganze Zeit. Wir haben Girtabulu. Ich sag mal Girtabulu. Oder Girtabulu, ist mir auch egal. Hauptsache, sie funktioniert, die Beschwörung. Und Sisuandra? Wie hieß sie? Das möchte ich jetzt wissen. Tisudra. Okay. Das ist ja Wasser. Die haben wir. Wir haben noch keinen Wind. Wind hole ich jetzt. Da ist sie. Ha, da ist sie. Hat sich die Reise also doch gelohnt in der Folge. Wieder verfehlt. Und du hast... Wow, du hast ja Schaden gemacht vom Feinsten. Nicht wirklich. Und Idea kriegt gleich tatsächlich ein Level dadurch. Ich dreh durch. Ja, hallo, du. Seid gegrüßt. Ja, ich bin bereit. Hilf Svelgir. Hieß er. Okay. Hilf Svelgir. Oder so. Hilf Svelgar.
told you to stand firm, not to... Wow. Okay, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bin geschockt ein bisschen. Was? Okay, die haut gut rein. Habe ich was gegen Wind? Moment, ich gebe Idea irgendwas. Ich gebe Tiss irgendwas gegen Wind. Oh, war das ätzend. Moment. Gegen Wind, da. Weil der die meisten. Ich mache jetzt auch die Monster aus, damit wir da nochmal schnell hinkommen. Ist ja schrecklich. Obwohl, Idea kriegt gleich ein Level, habe ich gesagt, ne? Ja, komm. Das Level geben wir noch. Oh, ist das schlimm. Ich habe wenigstens mit einem gerechnet, der überlebt. Na gut. Ne, der kriegt jetzt gleich kein Level, weil... Ja, wir müssen jetzt noch ein paar Kämpfe machen. Da fehlen jetzt noch 300 Erfahrungspunkte. Egal, vielleicht kriegen wir jetzt genug Erfahrungspunkte zusammen, damit sie das Level vorher noch kriegt. Das wäre natürlich toll. Oh, ey. Da sterbe ich bei dem. Ist natürlich blöd, ne? Sterben sollte man dabei nicht. Ich find's auch doof, dass das Spiel ein Game Over ist und man nicht einfach wieder geheilt wird. Und er sagt, tja, Pech gehabt. Komm beim nächsten Mal wieder. Nein, man stirbt. So, du oller Vogel. Du hast was gegen Wind. So, haben wir noch was gegen Wind. Nö. Magieangriff erhöht. Ups, das wollte ich nicht. Gesamten Kopf schützt. Ja, dann habe ich da nichts für. Okay. Wir können auch mal eben gucken. Moment. Ist da unten der Adventurer? Der Reisende, bei dem wir speichern können? Ja, Moment. Ich gehe mal eben speichern. Kann er nicht angehen. Warum bin ich denn nicht hier hinten sofort reingegangen? Weil ich doof bin. Oh, da sterbe ich bei dem. Ist ja ekelhaft. So, dann muss ich jetzt noch 3 Kämpfe machen. Ungefähr. Je nachdem, was für Monster kommen, damit Idea ihr Level kriegt. So, du lässt mich mal jetzt eben speichern, mein Freund. So. Ah, ist das schlimm. Sowas ist doch schlimm, ey. Vor allem den einen, dem Wasser, habe ich doch so überlebt. Einfach so. Naja, was willst du machen? 3 Kämpfe noch. Okay, habe ich mich vorhin verzählt. Wenn wir die Erfahrungspunkte weiter so kriegen. Ich habe aber vorhin auch wieder aufs Geld geguckt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich habe wieder 88 Peak gesehen. Und ich dachte immer, ich denke mal, das sind die Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich wieder doch mehr Kämpfe, als ich gerade gesagt habe. Okay. Aber heilen sollten wir uns vorher trotzdem. Attacke. Natürlich kriege ich vorher noch einen Kampf reingedrückt. Hammer kaputt. Dankeschön. Wir kriegen 60 Erfahrungspunkte. Ja, dann muss ich noch 2 Kämpfe machen. So. Jetzt haben wir es aber. Jetzt aber. Lieber Eremit. Oder ja, Eremit des Windes. Einverstanden. So, Attacke. Und jetzt hau mich bitte nicht kaputt. Jetzt kann ich aber auch die Cutscene von ihm wegdrücken. Oder? Kann ich? Nee, kann man gar nicht. Auch cool. Naja, dann kriegen wir von dem Vogel nochmal auf den Sack. Bitte überlebe es. Dankeschön. Splendid. Splendid. Oh, dass die dann sterben, ne? Das ist echt kacke. Ich will doch noch wenigstens ein Level für Idea rausschlagen aus der ganzen Sache hier, aus der ganzen Geschichte hier, die wir jetzt auf uns genommen haben. So. Jetzt möchte ich gerne noch ein Level. Monster, kommt. Ich werde natürlich nicht den ganzen Weg zu Fuß rausgehen, aber ich möchte noch ein Level. Level. Für Idea. Attacke. Sogar 4 Gegner. Das könnte jetzt das Level schon geben. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte die geben. Oh, ja.
Sehr schön. Jedes Level ist Gold wert in diesem Spiel. Gut, dann geben wir uns jetzt wieder raus. Wie peinlich das war. Mit Hirsfrage. Tut mir leid, wenn den irgendeiner verehrt. Ich habe nichts gegen diesen Windvogel. Ich überlege gerade. Gibt es noch irgendwo einen Eremiten? Nee, ne? Den Wassereremiten habe ich. Nee, dann muss ich weiter die Quest machen, damit wir irgendwie mal was reißen können. Wie viel Geld habe ich jetzt? Kann ich mir Gemachka kaufen? Ich kann mir Gemachka kaufen. Die Monster sind noch an, ne? Oder? Sind die Monster noch an? Sind die Monster noch an? Ich glaube nicht. Spätestens wenn ich glaube nicht, kommen welche. Ja. Okay. Ich war kurz davor, wirklich zu glauben, dass sie aus sind. Hallo, du einzelner Vogel. Wow. Der einzelne Vogel hält ganz schön was aus. Okay, danke. Ich nehme wenigstens noch ein paar Jobpunkte. Wenn so ein einzelner Vogel immer kommt, ist das ganz angenehm. Komm, wir gehen mal hier ganz, ganz draufgängerisch unten rum und nicht durch die Klippen. So. Und da sind wir auch schon wieder auf der Insel. Wo wir aufs Maul bekommen. Ach ja, ist das schön. Wir können uns aber noch einen Zauber kaufen in Hardschild. Und können auf dem Weg dorthin noch trainieren. Und dann werde ich dort die Folge beenden. Das reicht dann, glaube ich, auch erstmal. Wir haben ein bisschen trainiert. Die Jobs ein bisschen weitergebracht. Und auf dem Weg zu Hardshield trainieren wir ja auch noch ein bisschen. Hoffe ich. Idea, tu das, was du am besten kannst. Schaden. Au. Oh, sie hat den Luftteiler noch aktiv. Nein! Die Arme. Oh. Oh. Okay, so arm ist sie gar nicht mit dem Schaden. 600 Giftschaden. Und das Vieh lebt noch nach zweimal 600 Giftschaden. Was war denn das für ein Monster, ey? Krass. Pass auf. Wir gehen jetzt, heilen. Irgendwie war das... Warum war das bei der Wurm so stark? Weil ich die Jobs nicht trainiert habe. Das ist alles, ey, Jobs und... Ah, das ist alles noch nicht ausgereift. Wir rennen jetzt nach Hardshield. Hardshield! Und kaufen ein und schlafen. Und hauen diesen Valtoras auf den Sack. Eigentlich ja dumm, was ich hier mache. Mit den ganzen Zeit mit den BPs raushauen. Aber hey, ich will das so. Ja, das Problem ist auch, dass Agnes keinen Schaden macht. Ich mach mal Auto aus, das geht ja gar nicht gerade. So. Agnes kann jetzt erstmal heilen. Ah, Moment, was kann Agnes jetzt an Fähigkeiten bei der Schwertmagie? Feuerer. Guck mal, sie kann unsere Schwerter oder ihr Schwert mit Feuerer bezaubern. Das ist sehr gut. Ich meine, später kann sie das auch auf andere zaubern. Was sehr gut wäre. Du kannst nix. Nix kann er. Nix. Was für eine Spezialattacke? Was hast du denn? Den großen Schlag. Das ist für mehrere Gegner. Das ist sehr gut. Merke ich mir für irgendwann, wenn die nächsten Gegnerhorden ankommen. So, stirb mal, Valtora. Aua. Kannst du bitte sterben? Bögen sind auch eine doofe Waffe für Leute, die nicht unbedingt Waldläufer sind. Der Waldläufer ist auch eine mächtige Klasse. Eigentlich ist jede Klasse irgendwo mächtig. Aber man muss sie erstmal auf zur Mächtigkeit hintrainieren. Oh Gott, schon wieder bald keine MP mehr. Aber egal, ich bin bald bei Hardshield. Das schaffen wir. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Dreht der Nephi durch? Ja, das tut er. Und was kommt? Ja, den wollen wir loswerden. Den ekelhaften da. Mach mal. Gucken wir mal, ob das was bringt. Oh, blind. Ja, das ist schön. Blindheit ist sehr gut. Dazu sag ich noch... dagegen sag ich noch nicht mal was.
Aisra, Attacke, Attacke, Attacke. Attacke. Mit allem, was du hast. Du genauso. Und du auch. Du machst zwar nicht viel Schaden, aber vielleicht... Vielleicht reicht es. Der Skorpion darf sich nur nicht teilen. Das wäre nämlich nicht so angenehm. Oh yeah, die Eisra-Waffe. Hilfsfähigkeit aus Auto-Osmose-Kill. Und Geisterbarriere gelernt. Okay, Geisterbarriere war ganz cool. Und Tiss kriegt auch bald ein Job-Level. Bei Tiss ist das eigentlich ganz cool, weil der Rotmagier eigentlich ganz coole Nebenfähigkeiten dazu. Was hast du gelernt? Absorbiert MP bei Angriff. Kann von Schwertmagie ignoriert werden. Okay. Wir sind aber ein Hartschild. Das heißt, es gibt erstmal keine Kämpfe für diese Folge. Wir gehen jetzt einkaufen. Ja, 3880 PG. Da kann man sich doch mal einen Zauber für 800 PG kaufen. Ich sag mal PG, weil ich Peak irgendwie doof finde. So, damit hätten wir alle Zauber hier gekauft. Gehen mal schlafen. Die gucken immer so böse, die Herbergenbetreiber. Gucken immer so grimmig. Als ob sie selbst nie gut schlafen. Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. Gucken, was die für sie Items so wollen. Okay. Die gleichen Preise wie bei unserem Händler. Wer hätte es erwartet? Nur die Auswahl ist anders. Ne, 7,9. Wobei 7,9. Ich kann mir 100 Stück kaufen. Ich kann mir erstmal 48 kaufen. Dann haben wir wieder 50 Stück. Für das Geld. So, und davon kaufen wir 8. So. Kann ja nicht schaden. So, und dann werde ich hier die Folge beenden. Wir sehen uns dann im nächsten Part von Bravely Default. Wenn ich vielleicht trainiert habe, ich hoffe, ich habe bis dahin trainiert. Ich habe ja jetzt 3 Tage Zeit. Morgen, übermorgen und übermorgen habe ich Zeit zu trainieren. Bis dahin muss ich dann wieder aufnehmen. Ich versuche Bravely Default immer ein bisschen im Vorrat aufzunehmen. Es klappt aber nie. ich weiß nicht. Bravely Default schneiden ist auch immer so anstrengend. Und da habe ich dann nicht immer Bock aufzunehmen, weil ich dann immer an das anstrengende Schneiden von Bravely Default denke. Weil das ist schon sehr aufwendig, was ich da mache. Und wir sehen uns dann im nächsten Part hoffentlich von Bravely Default. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.